Einen wunderschönen guten Morgen wünschen wir euch wieder. Sag mal zu dir selbst, ich liebe Gott. Wir haben ja letzte Woche intensiv darüber gesprochen, Gott ist die Liebe und was diese Liebe bewirkt und was diese Liebe, dass sie grenzenlos ist, bedingungslos ist und dass wir uns immer auf die Liebe Gottes berufen können, dass sie unsere Burg ist, unsere Zuversicht, unser Schutz, unser Schild, einfach alles. Alles beinhaltet diese Liebe Gottes. Und ich möchte gern diese Woche mit euch darüber reden, dass die Liebe Gottes in uns auch dazu drängt, unseren Auftrag auszuführen. Hier auf dieser Erde. Weil je mehr Jesus in uns so richtig wirkt und wir es zulassen und fließen lassen, umso mehr wächst auch in uns, ja, einfach dieses Vollbringen, dieses Wollen, das hier auf Erden zu erleben und zu erfüllen, was Gott für uns, für jeden einzelnen von uns vorbereitet hat. Er hat uns ja auf diese Erde geschickt mit einem Auftrag, mit ausgestattet mit Talenten und mit Gaben und mit Stärken und mit Visionen und Träumen und Zielen. Das wächst ja immer mehr in uns. Und darüber möchte ich gerne diese Woche mit euch sprechen, weil es geht ja darum, dass wir immer mehr in diesen lebendigen Glauben praktisch aktiv leben kommen. Dass wir es wirklich leben, das, was wir tun, immer mehr in dem Bewusstsein der Gegenwart Gottes und aus seiner Liebe heraus, in seiner Liebe, dass er es durch uns tut, dass nicht wir es tun, aus eigener Kraft, aus eigenen Ambitionen, aus unserem eigenen Egoismus. Nein, dass wir immer mehr auch diese Gnade der Berufung, die Gnade des Auftrages immer mehr fließen lassen. Dass wir immer mehr erleben und leben den Auftrag, den Gott uns mitgegeben hat hier auf diese Erde. Und ich möchte heute beginnen im Römer 8, 28. Die Bibelstelle hatten wir auch schon so oft, aber mit der beginnen wir, auf die berufen wir uns und dann lesen wir aber weiter. Weil es ist ja alles in uns. Gott hat uns ja alles mitgegeben. Es ist so wunderbar. Römer 8, 28. Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Bei denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind. Und darauf möchte ich heute eingehen. Wir sind berufen von ihm. Er hat jedem einzelnen von uns alles mitgegeben. Lesen wir weiter im Vers 29. Denn alle, die er im Voraus erkannt hat, hat er auch im Voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben, damit dieser der Erstgeborene von vielen Brüdern sei. Vers 30. Die aber, die er vorausbestimmt hat, nicht wird einmal wenn, hat, er hat uns vorausbestimmt, hat er auch berufen, und die, die er berufen hat, hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Also Gott hat uns berufen. Er hat uns gerecht gemacht. Er hat uns verherrlicht. Das heißt, er hat uns alles mitgegeben. Es liegt an uns, es so richtig in uns zu aktivieren, hervorzuholen und Gott durch uns wirken zu lassen. In uns und dann durch uns. Dort, wo er uns hingesetzt hat. Lesen wir noch im Vers 31. Weil jetzt sind wir wieder dran. Was ergibt sich nun? Wir haben jetzt alles gelesen, was Gott getan hat. Nicht wird einmal wenn, sondern hat.
Und wenn wir jetzt Vers 31 lesen, was ergibt sich nun, wenn wir das alles bedenken? Ist Gott für uns? Wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Amen. Gehen wir nochmal zum Vers 31. Was ergibt sich nun, wenn wir das alles bedenken? Das heißt, mit wem stimmen wir überein? Wem glauben wir? Glauben wir dem, was Gott sagt, dass er uns alles mitgegeben hat? Oder lassen wir uns wieder vom Teufel verwirbeln und uns komische Sachen einreden lassen, dass dem nicht so ist? Was ergibt sich nun, wenn wir das alles bedenken? Also es kommt jetzt auf uns drauf an, wem wir jetzt unsere Stimme geben. Mit wem stimmen wir überein? Was glauben wir im Herzen? Was bekennen wir mit dem Mund? Und da machen wir dann morgen weiter und stärken uns so richtig im lebendigen Glauben, praktisch und aktiv gelebt. Einen wunderbaren Tag wünsche ich dir.